Willkommen zu einer neuen Folge Hollyfood. Heute einer meiner liebsten Animationsfilme, Ratatouille. Name ist Programm, los geht's. Wir sind bereit für unseren Ausflug nach Frankreich in ein Restaurant namens, den Namen weiß ich tatsächlich gerade nicht, aber es gibt, wie gesagt, Ratatouille. Das Gemüse habe ich schon gewaschen und immer mit diesem Gericht, ich verbinde es so sehr damit, diesen Film, weil dieser Film vereint so vieles, was ich so sehr liebe, nämlich Essen und eine wirklich, wirklich gute Unterhaltung. Ich liebe ja Animationsfilme. Ich bin zwar kein Kind mehr, aber trotzdem kann ich mich so in diese lustigen, charismatischen Charaktere hineinversetzen. Ja. Ich würde sagen, bevor ich jetzt hier anfange zu schwelgen, schneiden wir mal unser Gemüse. Zuallererst Knoblauch und Zwiebeln. Zwei? Ja, mindestens. Ready when you are. Wir werden jetzt mal hier kräftig unser Kochfeld befeuern. Und zwar habe ich hier schon meine ofenfeste Pfanne auf dem Kochfeld und werde jetzt hier mal ordentlich Dampf geben und das Gemüse schön anrösten. Hört ihr das? Das ist übrigens mein integrierter Dunstabzug. Ich weiß noch früher auch bei meiner Familie, wir hatten immer so eine riesen Haube. Und das ist das, was ich überhaupt nicht haben wollte. Und jetzt ist alles hier in diesem charmanten Kochfeld integriert. Okidoki, ein wenig Öl. Da kam mir raus alles gedacht. Ich habe das jetzt einfach auf automatisch gelassen. Der passt sich permanent der Dunstbelastung an. Sprich, wenn ihr richtig scharf etwas anbratet, dann merkt euer Kochfeld das und passt es halt dementsprechend an. Wusstet ihr, dass ich einer Animationsfigur meine Stimme verliehen habe? Hm? Hotel Transsilvanien, da habe ich die Mavis gesprochen und das war ein großer Spaß. Auch wahnsinnig anstrengend, wenn du den ganzen Tag in so einem Studio stehst, bist quasi wie in so einer schwarzen kleinen Höhle und hast die ganze Zeit Kopfhörer auf und musst immer aufpassen, dass du genügend trinkst, damit du nicht schwatzt, weil die Regie hört wirklich alles. Aber es war eine große, große Freude und ich würde es sofort nochmal machen. Aber bevor uns das jetzt hier anbrennt, würzen wir das Ganze mal, dann kommt Tomatenmark drauf und Wasser. Ich bin die deutsche Selena Gomez. Achso, nee, Selena Gomez hat die Mavis gesprochen. Ja. Das Gemüse ist schön braun. Jetzt werde ich das Ganze würzen mit Salz, Pfeffer, Kräuter de Provence, mit Chili und Oregano. Tomatenmark drauf. Und Water. Deckel drauf und schön einköcheln lassen. Eines meiner absoluten Lieblingszitate aus dem Film. Ich liebe gutes Essen, aber gutes Essen ist für eine Ratte schwer zu finden. Entschuldige mal, man hat doch sofort Mitleid mit dieser Ratte, die einfach nur auf der Suche nach gutem Essen ist, oder? Also ich auf jeden Fall. Wir schnibbeln jetzt die Aubergine, die Zucchini und die Tomate. Ihr wundert euch vielleicht, warum ich das gerade nicht ganz professionell würfel. Das liegt daran, dass wir es natürlich originalgetreu machen wollen, wie es im Film Ratatouille der Fall ist. Um es dann fein säuberlich in der Pfanne anzusortieren. Es ist ein Kunstwerk, wie ich doch finde. Das Ganze würzen wir jetzt noch ein wenig. Salz, Pfeffer und ein wenig Olivenöl und Rosmarin. Das könnte man natürlich jetzt alles hier auf unserem Kochfeld machen. Aber wir haben ja so viele tolle Geräte hier, dass wir das Ganze jetzt fertig garen im Backofen. Also, rüber da. Ratatouille! Der Ofen hat gepiept. Das bedeutet, er ist fertig und ich hole unser Gericht einmal aus dem Ofen. Es duftet. Mmh.
Und großartigerweise hat das Ganze jetzt tatsächlich nur die Hälfte der Zeit gebraucht, als wenn man es ganz herkömmlich im normalen Backofen gemacht hätte. Der hat eine integrierte Mikrowelle und es sieht einfach richtig, richtig gut aus, oder? Ah, ich freue mich. Es gibt diese Szene, wo der Restauranttester nachher in dem Restaurant ist und das verkostet. Und das ist so ein richtig mürrischer Typ, der auch die ganze Zeit so ganz komisch sein Gesicht verzieht. Und er probiert dieses völlig einfache Ratatouille und plötzlich muss er an zu Hause denken. Erinnerungen kommen hoch. Und das ist ja auch das, was ich so sehr predige. Deswegen fühle ich mich da wahrscheinlich so abgeholt. Ich liebe Gerichte, die ich mit positiven Momenten verbinde und vor allen Dingen mit meiner Familie. Deswegen ist mein erstes Kochbuch fast ausschließlich voll mit Familienrezepten, weil ich immer zurückdenken muss an diese wundervolle Zeit, wo meine Mutter beispielsweise am Herd stand oder wo ich tolle Kuchen von meinen Großeltern essen konnte. In diesem Sinne esse ich jetzt dieses ganz simple Ratatouille und hoffe, ich kann mich zurückversetzen in, ich schaffe neue Erinnerungen. Es ist auf jeden Fall sehr heiß. Mm. Mm. Oh, ich habe ordentlich Chili reingemacht. Mm. Mmh, super köstlich. Ich finde übrigens auch rein optisch ist es perfekt, wenn man Gäste hat. Einfach so auf den Tisch, Family Style, da wären wir wieder beim Thema. Jeder nimmt sich einfach raus. Ach, was mich interessiert, Leute, was ist euer liebster Animationsfilm? Bitte schreibt mir das unten mal hin, das würde mich wahnsinnig interessieren, weil ich habe jetzt total Lust, nochmal Ratatouille zu gucken. Und ja, ich würde sagen, eine Folge haben wir noch für euch und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Und ihr könnt ja schon mal raten, welches der nächste Film ist. Hm? Ich gebe euch einen Tipp. Es ist ein Film, in dem ich selbst mitgewirkt habe. Viel Spaß. Tschüss.